Was macht eigentlich der Blätterstock? Schon lange nichts mehr gehört. Und damit herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu einem neuen Praxisvideo, Kurzvideo hier auf nordbiene.de. Und ich höre gerade wieder, wir haben Wochenende, das Summen der Motoren, das Heulen der Rasenmäher. Jede Woche dreimal Rasenmähen, jedes Kleeblatt, jede Löwenzahnblüte, jedes Gänseblümchen radikal runtermähen. Meine Güte, so wird das nichts mit dem Naturschutz, meine lieben Bienenfreunde. Von daher mein Appell, schützt den Löwenzahn, rettet den Löwenzahn. Einer unserer Wildpflanzen, die ganz, ganz viel für unsere heimische wilde Natur, für die Insektenwelt bringen hier. So, und wir gucken jetzt in das Blätterstockvolk rein. Mal sehen, wie es hier mit dem Schwarmtrieb aussieht. Viel Spaß bei diesem Video. So, meine Lieben, da haben wir auch schon das Blätterstockvolk. Schauen wir erstmal in den Brutraum, schön isoliert hier. Jo. Und was sehen wir? Ja, wir sehen hier einen Teil ausgebauten Baurahmen. Die linke Hälfte wurde ausgebaut, die rechte Hälfte merkwürdigerweise dagegen nur teilweise. Und wir sehen hier ein angeblasenes Weiselnäpfchen, was aber offensichtlich noch nicht bestiftet ist, noch nicht besiedelt ist. Und auf der linken Seite, da haben wir schönste Drohnenbrut, schönsten Drohnenbau, offene und verdeckelte Drohnenzellen. So wie das sein soll. Und ich vermute mal, das Volk, das ist noch nicht extrem stark. Dann schauen wir doch mal in den Honigraum. Da haben wir ja diese Filzmatten hier. Ups. Ja, und wir sehen, der Honigraum ist noch gar nicht angebaut. Hier hängt zwar eine Bautraube, aber die fangen jetzt wohl erst an zu bauen. Genau, man sieht hier die ersten Waben, das erste Wabenstück. Das ist aber noch nicht gut zu sehen hier. Ja. Hier haben wir eindeutig den besseren Einblick ins Volk. Ich will das Volk jetzt nicht aufmachen, da gibt es doch gar keine Notwendigkeit. Ich möchte dieses Jahr auch keine Schwarmkontrolle in dem Sinne durchführen, dass wir hier ständig durchgucken, sondern wenn das Volk in Schwarmstimmung gerät, dann möchte ich dieses Volk gerne schwärmen lassen, in der Hoffnung, den Schwarm rechtzeitig abzufangen hier. Genau, ich mache jetzt mal ein bisschen Licht hier. Wir sehen schon, dass die Bienen, alles Jungbienen, die laufen natürlich jetzt ein bisschen aufgeregt hier an der Fensterscheibe, weil sie sich das nicht erklären können. Ansonsten alles in Ordnung bei diesem Volk. Oftmals sehen wir auch die Königin, die war jetzt nicht vorhanden hier am Baurahmen. Aber der Baurahmen, das ist dann immer so das Zeichen des Volkes. Wie geht's dem Volk eigentlich? Wo willst du denn jetzt hin? Jungbiene. Die fliegen sich jetzt auch ein natürlich. Ja, dem Volk geht's gut, da brauchen wir uns noch gar keine Sorgen zu machen hier. Ja, sehr schön. Auch viele Drohnen vorhanden, das ist ja auch Sinn des Baurahmens hier im Blätterstock. Die haben außer dem Drohnenrahmen gar keine Möglichkeit, irgendwie Drohnen aufzuziehen, weil das sind alles voll ausgebaute Mittelwände, Arbeiterinnenbau natürlich. Sieht sehr schön aus, aber wir sehen, das Volk ist noch nicht so weit. Es wurde ja auch sehr früh erweitert und dann kam eine längere Kälteperiode, sodass das Volk doch nicht so, sodass das Volk sich doch nicht so entwickelt hat, wie in den Jahren zuvor. Die Königin ist jetzt auch schon, wird jetzt auch schon bald 2 Jahre alt, Nachzucht von der norwegischen Königin hier, Dunkle Biene F2. Die haben ja schon mal geschwärmt hier, daher die F2. Ja, sehr schön. So, dann machen wir mal wieder zu. Ja, das sind die Jungbienen, die sich hier einfliegen. Auch die ersten Drohnen am Flugloch. Sehr schön. Und es kommt viel Nektar rein, viel Nektar und Pollen. Sehr schön. So, meine Lieben, was hier so runterrieselt, das ist nicht etwa Schnee, sondern das sind die ersten Blüten der Apfelbäume hier. Ja, wir haben gesehen, dem Volk geht's gut. Allerdings die Volksstärke ist noch nicht so, wie sie normalerweise für diese Jahreszeit wäre hier.
Das hängt natürlich mit den vielen Kältewochen, die letzten Wochen zusammen hier mit der Kälteperiode. Das Volk wurde ja schon vor 4-5 Wochen erweitert. Vielleicht war das ein bisschen früh. Danach setzte dann ja diese richtige Kälte ein hier, sodass sich das Volk dann nicht so gut entwickeln konnte. Das Brutnest muss mehr gewärmt werden, wenn die Kälte stärker abfließt. Und das ist ja dann der Fall, wenn wir hier den Honigraum freigeben. Schlagartig wird der Volkskörper um 100% erweitert, mit allen negativen Folgen, wenn wir es dann mit einer Kälteperiode zu tun haben. So richtig Schwarmstimmung kann ich noch nicht erkennen in diesem Volk. Wenn allerdings Schwarmstimmung eintreten soll, und das erkennen wir am Baurahmen, dann lasse ich das Volk machen. Ich will das Volk schwärmen lassen. Ich habe ja noch diese Schwarmfänger der Lüneburger Heideimker, und da ich ja Urlaub habe noch die ganzen nächsten 2 Wochen, will ich versuchen, den Schwarm dann am Flugloch hier abzufangen. Ihr seid natürlich dabei, dafür gibt es dann die Kamera, die ist dann natürlich dabei. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich das Volk entwickelt. Ansonsten sieht das toll aus hier bei herrlichstem Sommerwetter, Mitte Mai, so wie das sein soll. Wir haben 23 Grad im Schatten und ein tolles Lüftchen, kristallblauen Himmel. So kann das gerne weitergehen, aber es wird noch anders nächste Woche. Ich habe gerade auf die Wetterkarte geguckt und da braut sich eine neue polare Kaltluft über dem Nordmeer, auch über der Nordsee zusammen, und die flutet dann in der nächsten Woche Deutschland, sodass wir es wieder mit einem Kälteeinbruch mit polarer Kaltluft zu tun haben werden hier. So, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss!